Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deponia. So, ich glaube, ich überspringe einfach mal das Minigame, dass der uns das Richtige anzeigt, oder zumindest mal, dass wir dann sehen, was wir hätten einstellen müssen. So, dann gehe ich mal drauf überspringen. Yep. Ah, gut, also in der Mitte ein. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Jetzt habe ich so eine fette Frage. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ah, das ist klar. So, dann sollte es jetzt aber funktionieren. Zack. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht ausgeben. Adresse. Was? Mhm. So, das sollte jetzt aber funktionieren. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket Auffüllung mit. So. Knicke, die ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreide. Und jetzt? Oh. Gut. Dann holen wir mal die Polsterfolie mit. Knick. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Knick. He. Knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler. Kommt er jetzt? Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh, yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Okay. Ich glaube, der hat gerade Spaß da hinten. Gut, das heißt, wir können jetzt aber mal Ersatzkatzen. Oh. Hey. Der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Ah. Eine für sofort und eine für unterwegs. Mau. So, sehr schön. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Okay, nehmen wir mal mit. Ah, Ziffernblatt. Jemand hat Löcher im Post. Zwei Ersatzkatzen. Oh. Können wir das vielleicht da drauf packen? Da sind ja jede Menge Zahlen an der Wand. Na, ich bin mal gespannt. Na, da können wir nicht mit interagieren. Was haben wir jetzt hier? Lieferung haben wir abgefangen, jawohl. Tresor öffnen und dann wieder ausbrechen. Genau, manipulieren haben wir gemacht. Alles klar.
Gut, aufspeisen können wir das wohl nicht. Also wir können es halt, was hätten wir denn hier? 1, 2, 3, 3 sagt mir aber auch nichts. Wollen wir das genau hier drauf halten? Davon die erste, davon die dritte, davon die zweite und davon die dritte. Kann das vielleicht sein? Dann hätten wir nämlich eine 3, eine 6. Ich schreibe mir das mal gerade auf. So. 3, 6, 4, 9. Okay. Wie gesagt, das passt ja eigentlich genau auf das Ding hier drauf. Von daher probieren wir es mal aus. Gucken, ob ich jetzt das Rätsel gelöst habe. So. 3, 6, 4 und die 9. Haha, Rufus in the house. Sehr gut. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Okay, wir sind angekommen. Was haben wir denn da oben? Ein Wippvogel. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Ah gut, dann können wir den für den Fernsprecher benutzen. Für das Dingsgerät. So, Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Na gut, Mikro haben wir. Okay. Fehlt nur noch der Hörer. Den müssen wir dann von oben kriegen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal runter. Und packen mal den Vogel hier drauf. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Ich wollte ihn eigentlich... Was ich damit vorhabe, aber noch... Ach, warte mal, kann ich ihn vielleicht da draufstellen? Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze... Vielleicht eine Katze draufsetzen? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Ich geh mal gerade gucken. Also ich dachte, wir packen den Vogel da drauf, aber gut, dann nehmen wir halt die Katze. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah! Rufus ist ein Nichtsnutz. Ah! Hey, und? Du. Hallo. Vom Kinderkarussell geklaut. Du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite langsam ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, Verwaltung zu stellen, die Richtung. Das ist nützlich. Okay. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Geh ich genauso. Okay, was können wir denn sonst noch hier benutzen? Ach, die Gegensprechanlage vielleicht. Wenn wir da den Wippvogel draufsetzen? Ah, hey, siehst du. Bitte. Hey, Stabelte! Hey, Stabelte! Okay. Hey, Stabelte! Hey, Stabelte! Hey, Stabelte! Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut! Hey, Stabelte! Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo! Hey, Rufus hat die Antenne-Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathaus zu stehlen! Bitte lass diese Substanz da HGL sein! Rufus ist ein Nichtsnutz! Hey, Stabelte! Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut! Hey, Stabelte! Er ist völlig fertig mit den Nerven! Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut! Oh.
Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt aber unser Funkzeug zusammen. Gut, dann probieren wir das doch mal aus. Jetzt kann's losgehen. Go, go. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus. Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Sehr schön. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Okay. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Ah, merkt man, okay. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium, oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ja. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal.
Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Na, ich glaube, das... wird dann wohl nicht so laufen. So, wir haben noch eine Katze. Es ist irgendwie ruhig geworden. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Gut. Dann sagen wir vielleicht mal Goal Bescheid. Tatsächlich, der Papagei ist weg. Wings Hanek ist noch da. Goal ist weg. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus. Ich weiß. Und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Oh. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit. In meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon Suchtrupp, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Na toll. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! So, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Plan? Ja, das haben wir alles erledigt hier. Das haben wir auch gemacht. Ausbrechen. Und dann Goal aus Wenzels Klauen retten. Haben wir noch unser... Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay, scheinbar schon. Praktischerweise, glaube ich, jetzt alles, ja, das andere alles hier runtergeplumpst. Tja, ich würde mal sagen, dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie wir hier rauskommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.